Porsche hat das vollkommen neu entwickelte SUV Cayenne mit nach Leipzig gebracht. Der Wagen ist optisch schon deutlich gefälliger. Er ist flacher als bisher, länger und wirkt breiter. Ist aber nicht wirklich breiter geworden. Die Länge wächst um 5 cm circa, der Radstand um 4 cm. Die eigentliche Sensation ist allerdings, wie der Wagen es geschafft hat abzuspecken. 180 Kilogramm weniger als bisher wiegt er. Alle Modelle sind sparsamer geworden. Der V6 Einstiegsbenziner hat 300 PS und begnügt sich mit 9,9 Liter Sprit auf 100 Kilometer. Der 240 PS Diesel ist mit 7,4 Liter zufrieden. Der 400 PS V8 kommt mit 10,5 Liter zurecht. Und der 500 PS Turbo begnügt sich mit 11,5 Liter. Als absolutes Topmodell der Palette gilt allerdings der Cayenne S Hybrid. Der steht hier neben mir. Unter dessen Haube werkelt ein 333 PS Kompressormotor von Audi zusammen mit einem 34 kW Elektromotor. Auf dem Leistungsprüfstand hat Porsche eine maximale Systemleistung von 380 PS ermittelt. Trotzdem sollen dem Wagen 8,3 Liter Super auf 100 Kilometer reichen. Bis 60 km/h ist das sogenannte Segeln drin, also fahren auf rein elektrischer Basis. Serienmäßig kommt beim Cayenne S Hybrid die 8-Gang-Automatik zum Einsatz, die immer, auch in den anderen Modellen, wenn man sie dazu ordert, mit Start-Stopp-System unterwegs ist. Im Innenraum ist der neue Cayenne deutlich größer geworden. Vor allen Dingen die Passagiere im Fond können sich freuen. A, wurde die Rückbank erheblich überarbeitet, wirkt jetzt noch bequemer als früher. B, ist die Rückbank in Längsrichtung um 16 cm verschiebbar. Das bedeutet, dass die Gäste entweder mehr Kniefreiheit genießen oder dass man halt mehr Gepäck in den Kofferraum tun kann. Die Mittelkonsole wurde ganz schick überarbeitet, scheint jetzt quasi dem Panamera zu entstammen. Dort hat diese Formgebung Premiere gefeiert. Der Schalthebel ist jetzt automatisch weiter nach oben gewandert. Gut greifbar, lässt sich nach wie vor gut bedienen. Endlich ist der Navi-Bildschirm ans obere Ende des Armaturenbretts gewandert. Das wurde Zeit, dort kann man ihn am besten ablesen, am besten bedienen. Bei den Vorgängermodellen saß der deutlich tiefer, das war immer ein Kritikpunkt. Ansonsten gibt es hier noch ein riesiges Panoramadach, das in keinster Weise die Steifigkeit des Fahrzeugs beeinflussen soll. Die Preise des Cayenne beginnen bei rund 55.000 Euro für den Cayenne mit V6 Motor und 300 PS. Der Diesel startet bei rund 60.000 Euro, hat 240 PS. Dann folgt der V8 mit 400 PS, der kostet ca. 73.000 Euro. Der Turbo ist der teuerste mit seinen 500 PS, 115.000 Euro rund. Und der Cayenne S Hybrid ist für 78.000 Euro zu haben.